liegt aber da schon wieder. Es liegt an dem Hund. Immer wenn der bellt. So, dann haben wir das auch. Dann können wir jetzt. Ja. Nee. Können wir jetzt hier noch wieder schön Wasser füllen. Und da kommen leckere Melonensamen und, wenn wir welche hätten, und Kürbissamen. Hin. Können wir jetzt mal zack und haben wir jetzt unendlich. Nein. Dann müssen wir noch einmal holen. Und das kommt natürlich auch wieder weg. Das ist natürlich klar. Weil das sieht ja unglaublich bescheiden aus. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Eine Neuigkeit wird sein, dass ich noch nicht Bescheid weiß, wie teuer es ungefähr wird mit dem neuen Prozessor und alles. Das wird sich morgen erst preisgeben. Und ja, ich werde zwar kein extra Video darüber machen, weil ich bin jetzt schon so auf Infovideos immer viel zu oft. Ich mache viel zu oft Infovideos. Und deswegen werde ich das in Minecraft Let's Play oder in einem oder als Bulletin schreiben. Auch wenn das denn nicht alle lesen, ich weiß, das lesen immer die wenigsten. Weil die alle keinen Bock haben zu lesen oder nicht lesen können. Nein, natürlich nur, weil sie keinen Bock haben zu lesen. Lesen können die, glaube ich, alle, schätze ich mal hier auf YouTube. Nein. Also jetzt so meine Meinung nach, würde ich, glaube ich, mal schätzen so. So, dann haben wir hier, können wir da und da wieder auffüllen. Und dann bauen, füllen wir hier auf und da auf und zack. Und das natürlich. Man kann immer doppelt nehmen, das heißt hier ein freilassen und da ein freilassen und da gab es gerade Blasen. Ah. Okay. Ah, jetzt habe ich so. So und so. Zack. Zack. Nochmal beides auffüllen und so, und dann können wir nochmal beide auffüllen. Weil wir es können. Nein. Und wir haben ja auch noch ein paar Melonensamen. Also ey, Quatsch. Kürbissamen. Das Feld ist unsymmetrisch. Ja, da fängt es natürlich schon an. Aber das ist jetzt. Die brauchen immer zwei Platz, glaube ich. Kann man die. Hä? Wie jetzt? Hallo? Oh. Ah. Da haben wir schon einen reingepflanzt. Der lassen wir hier. Ja. Das ist schon. Schön, dass man die auch sieht bei dem. Da haben wir schon. Hier auch. Das kann weg. Da und da. Hier freigelassen und da und da. Ich bin ja gespannt, ob das was wird, aber naja. Die wachsen denn eh, wenn man die hier pflanzt, ein nach da. Deswegen kann ich hier mal schnell so, so machen. Da nochmal und so und so und so und so. So und so und so und so. Und so und so und so und so. Ja, jetzt haben wir noch vier. Die können wir noch hier verbraten. Ja, natürlich mit der Spitzhacke. Natürlich nicht mit der Spitzhacke, meine ich. Ja.
Gut, dann haben wir das auch. Das heißt, das wird unser Melonenfeld. Beziehungsweise Kürbissamenfeld. Und das wird unser Weizen. Und das sieht auch schon ganz gut aus, dass das schnell reif wird. Hier können wir auch noch unser... Genau, jetzt habe ich noch eine Idee. Ein paar Minuten habe ich noch zum Aufnehmen, weil... Ja, mit der Zeit so. Dann können wir auch noch... Machen wir... Jetzt habe ich schon eine Beschriftung und die sagt mir, da, Glas. Nehmen wir mal ein, so ein Ding mit. Und wenn ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr ja schon, was ich vorhab, hier in meinem Garten, in unserem schönen Garten. Es wird schon wieder dunkel, das ist doch nicht wahr. Hier können wir rein theoretisch auch noch ein Feld machen. Das können wir jetzt hier mal abreißen. Können wir mal mit Glas machen. Wir können es ja. So, und dann haben wir hier das Wasserbecken auch weg. Wir haben ja da endlich Wasser bei den Feldern. Und ich bin ja jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt... Also meine Idee ist, hier ein Gewächshaus hinzubauen, aber mein... Es könnte... Da fällt mir ein. Immer wenn es dunkel wird. Hier ist ja Gott sei Dank schon beleuchtet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So müsste es richtig sein. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so wird 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier vorne die beiden. So. Das Feld auch schon fertig beleuchtet. Bam. Oh, 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 oh. Gehen wir mal schnell schlafen. Der Mond hat Vollmond. Und ja. Den Mond habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass er so ein Dings hat. Naja. Egal. Jetzt ist die Sun wieder knattering. Vielleicht können wir hier auch noch einen Zaun machen. Das wäre eigentlich auch noch eine gar nicht so eine schlechte Idee. Und warum stapel ich das eigentlich nicht? Weil wir es nicht können. Hier können wir rein theoretisch auch noch ein Feld oder Tiere machen. Aber ich glaube eher Tiere. Und meine Idee ist dann so. Vielleicht. So. Hier können wir halt Tiere reinmachen. Hier vielleicht Schweine und Kühe und da Hühner. Aber ich könnte jetzt auch mal hier was versuchen. Dann können wir hier schon mal Hühner machen. So, das reicht. Hühner können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ich glaube, das dürfte reichen für Hühner. Erstmal lasse ich das so. Und ich will mal nur was ausprobieren. Ich habe ja noch 3 Eier, 4 Eier. Und dann brauche ich sie vielleicht nicht züchten. Vielleicht kommen wir daraus. Und, oh schade. Hätte ja sein können, dass da jetzt schon Hühner kommen, weil das passiert, wenn man Eier wirft. Aber das war wohl ein Satz mit X. Und da ist schon der erste Sprießt. Der sprießt schon. Ach, das wird gut. Mit den ganzen Feldern hier. Das wird dann so ein Tiergehege. Und meine Idee war, hier so ein Gewächshaus hinzubauen. Platz genug haben wir ja dafür. Na, jetzt habe ich mir schon fast wieder gedacht, dass das hier passiert. Okay, da habe ich jetzt erstmal keine Lust drauf.
machen wir denn mal einen anderen Mal. Und ja. Aber das wird hier schon ganz gut mit den ganzen Feldern und so. Wird ein schöner kleiner Bauernhof fast sogar schon. Das sollte eigentlich mal ein normales Haus werden, aber dann machen wir halt einen Bauernhof daraus. Hier drinnen gibt es ja schon fast gar nichts mehr zu erledigen. Nein. Und nein, das wollte ich nicht. Und die habe ich gefailt. Dann kann man hier so schön rausgucken und dann sieht man die Felder und hier sieht man noch das schöne, den schönen Eingang von unten nach oben. So. Und ja. Und dann machen wir auch an dieser Stelle weiter im nächsten Part. Oder in den nächsten Parts. Ciao.